Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Ich begrüße Sie heute aus dem wunderschönen Gesundheitszentrum Quantisana hier im Schloss Wattensee. Unser Thema heute: viele, viele Informationen. Wie kann ich Wissen in meinen Kopf kriegen? Dazu habe ich drei Leute da, die Ihnen da viel dazu erzählen können. Unser Spezialthema: Tri-Unity-Seminare. Bei mir zu Gast Alexandra Wurlitzer, Dieter Weiner und die Angelika Bless. Herzlich willkommen im Studio. Ich beginne gleich mit dir, Alexandra. Was muss ich mir denn vorstellen? Was für Seminare bietet Tri-Unity denn an? Hallo Norbert, danke für die Einladung. Was für Seminare bieten wir an? Wir bieten eigentlich ein großes Spektrum an, weil der Mensch ist ja nicht nur Körper, der ist auch Geist und der ist auch Seele. Mhm. Und der hat Familie, der hat Beruf und Hobbys, und dementsprechend muss man den Menschen einfach auch ganzheitlich anschauen, wenn es darum geht, erfolgreich zu sein, wenn es darum geht, glücklich zu sein und vor allen Dingen, wenn es darum geht, gesund zu sein. In drei wichtigen Bereichen, die unser Leben natürlich beeinflussen. Wer will nicht gesund und erfolgreich sein? Wollen wir bei allen. Warum klappt es bei vielen nicht? Ach, das hat die unterschiedlichsten Gründe, warum es bei vielen nicht klappt. Es sind verborgene Muster, es sind Verstrickungen, es sind Glaubenssätze, die man so in sich trägt, die man aus der Kindheit hat oder die man vielleicht auch aus früheren Leben mitgebracht hat. Verstrickungen mit anderen Menschen und die, wo man vielleicht auch nicht genau oder nicht gerne bereit ist, da hinzuschauen, weil es weh tut. Wir Menschen sind halt einfach sehr bequem und gehen auch immer den bequemsten Weg, aber der bequemste Weg ist halt nicht immer der sinnvollste. Also oft leider, ja. Umgehen wir da wichtige Prozesse und wir ängstigen uns auch viel zu sehr vor entscheidenden Prozessen oder vor entscheidenden Schritten. Und es können sicher Sie, viele Zuschauer können mir beipflichten, wenn Sie sagen, Sie hatten vorher vor einer Herausforderung, vor einem Führerschein zum Beispiel, viel größere Angst, als Sie dann im Nachhinein, wenn Sie darauf zurückblicken, als es eigentlich wert war, Angst zu haben. Darüber. Genau, diese Zurückhaltung immer, die wir in uns haben, weil alles Neue uns immer ängstigt, ist auch so eine Sache, die ich mir nicht erklären kann. Wie lange macht ihr das? Ihr macht es ja zusammen mit dem Dieter Weiner. Wie lange macht ihr das schon? Also Dieter Weiner war schon früher in der Richtung unterwegs, sage ich jetzt mal, und hat sich schon früher mit Bewusstsein, mit Erfolgspsychologie beschäftigt, seit 84 früher. Nein, 84 habe ich im Kopf. 30 Jahre lang im Volksbildungsauftrag unterwegs. Genau. Quasi. Und 1990 haben wir uns dann kennengelernt und da hat mein Einstieg begonnen, beziehungsweise ich habe mich vorher auch schon 88, 89 beschäftigt mit positivem Denken. Da kam das so langsam auf, das Thema. Und da war ich dann auf der Suche danach, was ist das, und versuchte das irgendwie zu greifen. Und bei Dieter, da habe ich es dann erstmalig wirklich gut verstanden, weil Dieter einfach eine ganz hervorragende Gabe hat, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären. Und deswegen bin ich da heute noch mit auf dem Weg und begeistert nach wie vor vom Leben und von dem, was möglich ist. Und diese Begeisterung fürs Leben und für das, was möglich ist, wollen wir weitergeben und wollen Mut machen. Das ist so das. Und so habt ihr schon einige Menschen vor euch sitzen gehabt, die wahrscheinlich über diese ganzen Seminare einen weiteren Schritt in ihrem Leben realisieren konnten. Ja, sicherlich, genau. Das kann ich mir auch vorstellen. Dieter, jetzt haben wir gerade gehört von der Alexandra, du seit 84, also Seminar- und Bildungsurgestein. Was hat dich eigentlich bewogen, in diese Richtung zu gehen? Wie immer im Leben sind es entscheidende Dinge, die passieren. Und oft auch dramatische Dinge. Bei mir war es auch so. Es war ein Schicksalsschlag in Verbindung mit einem toten Kind. Und dann fängt man an, über das Leben sich Gedanken zu machen. Ich hatte bis zum damaligen Zeitpunkt noch keinen Plan, dass das Leben aus Gesetzmäßigkeiten besteht. Ich hatte noch nichts gehört, dass das Leben seinen Sinn hat, seine Aufgaben. Mein Vater hat zu mir gesagt, du musst hart arbeiten, das was wird aus dir. Und das war mein Lebensziel, also ist die Arbeit zum Ziel geworden. Das habe ich dann gemacht. Und dann wirst du plötzlich mit einem Schicksalsschlag konfrontiert. Und du fängst an, dir Fragen zu stellen. Und warum gerade ich? Jetzt habe ich das gemacht, was der Vater gesagt hat. Ja, warum gerade ich? Und dann gehen die Fragen irgendwann mal, wenn dann die ganze Trauer und das alles ein bisschen vorbei ist, geht es dann weiter. Ja, warum hat eigentlich der eine Erfolg und der andere nicht?
Warum arbeitet der eine ein Leben lang und erreicht nichts? Also hart arbeiten und erreicht nichts. Und der andere, der macht scheinbar nur so und es geht alles wie von selber. Oder einfachste Dinge. Warum kriegt der eine Krebs? Warum kriegt der eine Krebs und der andere nicht? Oder die unterste Ebene, wenn heute eine Erkältungswelle durchs Land schwappt, warum wird der eine erkältet, der kriegt Fieber und der andere eben nicht? Das waren alles so Fragen, die mich irgendwann mal beschäftigt haben. Und wie es immer so ist im Leben, ja, wer sucht, der findet, klopft an, so wird der aufgetan. So kam ich dann auch irgendwann mal in ein Seminar. Und der erste Satz, den ich da drin gehört habe, war der Satz, das ganze Leben ist ein Spiel und funktioniert nach einfachen Regeln. Die meisten Menschen kennen die Regeln nicht, darum machen sie manchmal etwas richtig und häufig etwas falsch. Und dann habe ich mir gedacht, na ja gut, wenn es so ist, brauche ich nur die Regeln lernen. Genau. Ja, und so begann im Grunde alles. Das ging dann relativ schnell. Ich habe dann einen neuen Beruf erwählt, habe dann recht schnell Geld verdient, bin sehr erfolgreich gewesen, so würde man heute wohl sagen. Und habe auch viele Dinge falsch gemacht zum damaligen Zeitpunkt. Wer nicht? Weil ich hatte jetzt gelernt, wie man Geld verdient, aber nicht, wie man es behält. Also das muss man auch lernen in der Art und Weise. Aber ich habe eine Sache habe ich richtig gemacht mit dem, was ich damals verdient habe. Ich habe mir glücklicherweise erstmal die besten Lehrer in Deutschland geleistet. Mhm. Und als ich da sehr schnell durch war, bin ich dann international geworden. Ich habe meinen Intuitionstrainer in Neuseeland gemacht. Ich habe meinen Bewusstseinstrainer in Hongkong gemacht. Ich habe Anthony Robbins kennengelernt in Miami. Und das war alles so Mitte 80er Jahre, dann so gegen Ende 80er Jahre. Und habe mir dann das Wissen verschafft, das mich selber dann erfolgreich gemacht hat. Mhm. Aber ganz entscheidend war dann noch ein ganz wichtiger Schritt für mich, wo ich dann im Grunde alles hatte, was ich mir so vorgestellt habe. Wenn ich erstmal das habe und das und das und das, dann bin ich glücklich. Und ich hatte dann plötzlich festgestellt, ich hatte das jetzt zwar, aber ich war trotzdem nicht glücklich. Nicht glücklicher, wie ich vorher war. Okay. Und das hat mich dann bewogen, weiter zu suchen und weiter zu forschen. So kam ich dann auch in Verbindung mit der geistigen Welt und so ging das dann so Stück für Stück weiter, dass wir uns immer auch als Seminar weiterentwickelt haben, denn immer mehr Leute kamen dann, die wollten wissen, wie es geht. Und ich hatte ja die Ausbildung als Mentaltrainer und dann als Bewusstseinstrainer, als Intuitionstrainer. Und so haben wir uns halt ständig Stück für Stück weiterentwickelt, auch als Unternehmen, wenn man so möchte. Ja, ist es ja auch. Ich meine, auch Lehren ist eine unternehmerische Tätigkeit, die ja zwar der Staat sich als Institution zu eigen macht, aber wir wissen ja, es gibt viele Privatschulen, Privatdozenten und alles Mögliche. Und die machen das aus dem Herzen heraus, die andere, weil sie es müssen. Ja, also mittlerweile machen wir das 25 Jahre, wir beide zusammen. Wir haben über 100.000 Leute geschult. Und, wow. Also wir sind sehr happy und sehr glücklich, haben auch gestern gerade wieder hier 2-Tage-Seminar gemacht. Und wenn man dann sieht, wie die Menschen heimgehen, mit welchen Erkenntnissen, was sie sich alles vornehmen, dann ist es einfach großartig. Das freut uns und das haben wir auch dann als Teil unserer Berufung dann angesehen, anderen Menschen auf dem Weg zu helfen. Finde ich ganz toll, vor allen Dingen deinen Weg, den du gegangen bist, dass du über die eigenen Thematiken dann dich da reingestürzt hast und gesagt, Moment mal, das will ich mir genauer anschauen, wieso ist es bei dem so und bei dem so, obwohl sie beiden die gleichen Voraussetzungen haben. Ja, und dazu kommt dann auch noch, wir wollten auch nie nur Theoretiker sein. Aus meiner Sicht gibt es viel zu viele Theoretiker heute in der Politik übrigens ganz genauso wie im Seminarwesen. Und deswegen haben wir neben unserer Seminartätigkeit wollten wir immer beweisen, dass das, was wir in den Seminaren schulen, auch funktioniert. Und darum haben wir auch immer nebenbei auch Firmen gecoacht, haben die unterstützt auf ihrem Weg. Und so haben wir unter anderem dann auch hier in der Schweiz das Quantisana Gesundheitszentrum kennengelernt. Wir sind Gründungsmitglieder dieses Zentrums, haben es mit aus der Wiege gehoben, mehr oder weniger. Oder beispielsweise auch Timewaver, für die wir dann auch dementsprechend positiv unterwegs waren. Einfach um zu beweisen, dass das, was wir tun, wirklich auch in der Praxis funktioniert. Angelika, du in der Reihe jetzt, du führst ja keine Seminare durch, aber du hast etwas anderes, du hast einige Seminare schon mit dem Dieter Weiner und der Alexandra Wolitzer besucht. Ich würde gerne wissen, was hat dich denn motiviert, weil unsere Zuschauer kennen dich ja mittlerweile, du warst in 2 oder 3 Sendungen schon mal, du bist Heilpraktikerin, du hast eine eigene Praxis, du bist sehr, sehr aktiv in vielen Dingen. Da könnte man doch eigentlich sagen, Mensch, ist doch eine erfolgreiche Frau, was braucht die noch Seminare? Was hat dich denn motiviert, die Seminare zu suchen? Nun,
Du sagst ja immer selber auch, dass bevor ich jemand anderem Ratschlag geben kann oder weiterhelfen kann, ich meine eigenen Dinge in Ordnung bringen muss. Mhm. Und ich bin ja, ich bin Therapeutin, ich bin schon lange auf meinem Weg und eins der wichtigsten Dinge war für mich immer, wer bin ich eigentlich wirklich? Und wir alle kennen das, wir meinen, wir sind es, weil es uns vorgegeben wird. Und irgendwann im Leben, wie Dieter so schön gesagt hat, gibt es Schicksalsschläge. Und da musst du über die Bücher gehen. Mhm. Und einer dieser Schicksalsschläge war für mich so, dass ich gemerkt habe, Moment mal, du machst deine Sache vielleicht gut, aber es stimmt in deinem Leben nicht. Ja? Mhm. Und ich denke, das war auch für mich sehr, sehr wichtig, dass ich auch in dem, was mir sehr am Herzen liegt, und das ist meine Arbeit, das ist meine Berufung, dass ich auch da erfolgreich bleibe oder sogar noch erfolgreich werde, noch mehr werde. Und ja, so bin ich, es geschieht nichts aus Zufall, so bin ich zu Alexandra und Dieter gekommen. Ich habe schon den Titel Faszination Leben. Aber ich dachte, und wenn ich dann so gelesen habe, was so die Dinge waren, genau meine Fragen. War das das erste Seminar? Das ist die Bedingung bei Ihnen, dass man das als Einstiegerseminar macht, weil es ist auch ganz wichtig, weil dort lernt man erstmal die Gesetzmäßigkeiten des Lebens kennen, des Universums kennen. Und alle weiteren Seminare bauen sich da darauf auf. Mhm. Ja. Jetzt war ich bin eigentlich als Person privat hingekommen mit meinen Themen, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Blockaden. Und es gab bestimmte Dinge, die ich einfach nicht so richtig erkannt habe. Und Stück für Stück bin ich dann da drauf gekommen. Das erste Erlebnis war einfach das, was schon im Faszination Leben zur Sprache kam, war für mich so ähnlich, wie Dieter es bei sich beschrieben hat, so nach dem Motto, das Leben ist wie ein Spiel, ganz einfach erzählt das nicht. Weil es gibt natürlich viele Spielregeln und die bringt das sehr deutlich bei. Und dann habe ich wirklich dann im Nachhinein versucht, das umzusetzen. Und es hat sich mein Leben schon da schon sehr viel geändert. Ja, dass die Leute gefragt haben, was ist mit dir los? Du tickst ganz anders, da verhältst dich anders. Und innerlich hat es sich so langsam sich angefühlt, jetzt wird es immer mehr rund. Mhm. Ja? Konntest du die Dinge, die du in dem Seminar gelernt hast, konntest du die gleich so eins zu eins in dein Leben umsetzen? Ja, weil es gibt bestimmte Dinge, die ganz einfach sind. Das Einzige, was oft im Weg steht, ist die Disziplin, es wirklich längere Zeit umzusetzen. Mhm. Was ich auch oft kenne, dass die Leute zwar begeistert sind, aber es dann verflacht. Wichtig ist, dass man dann am Ball bleibt. Und nachdem mich das Seminar so begeistert hat, ich habe mir gedacht, mein Gott, das hat ja so viel gebracht. Ich habe in dem Seminar das erste Mal die Bekanntschaft mit der geistigen Welt gemacht. Und da wusste ich, mein Gott, das ist genau das, was noch bei meiner Arbeit fehlt und für mich fehlt. Mhm. Und so bin ich dann Stück für Stück weitergegangen. Und ja. Darf ich Sie fragen, wie lange es her ist? Wann war das erste Seminar? Ja, das wird immer so. Ich glaube, das war vor 6, 7 Jahren. Ah. Ja. Wie viele Seminare hast du bisher gemacht seit diesem ersten? Also ich habe alle Seminare bei Dieter und Alexandra gemacht, weil eines hat in den anderen hineingegriffen und heute habe ich ein großes Spektrum, wo ich letztendlich dann auch bei meinen Klienten einsetzen kann. Was ich natürlich auch mache, das ist für mich so Verantwortung. Ich gehe immer mal wieder, um es zu verfestigen. Es sind immer wieder neue Sachen, die sich zeigen. Mhm. Und ich schaue immer wieder an neue. So, das ist wie die Feinarbeit, wo ich dann bei mir mache. Also selbst wenn ich jetzt schon therapeutisch erfolgreich bin, das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt auf dem Punkt, wo ich heute bin, stehen bleiben mag. Ne? Und so wird immer alles tiefer. Ne? Das heißt auch, in Zukunft wirst du weitergehen, in Zukunft wirst du sagen, ich informiere mich immer, welche neuen Erkenntnisse gibt es, welche neuen Erfindungen oder andere Errungenschaften, die du einsetzen kannst in deinem Leben. Mhm. Du hast eben noch was gesagt, da habe ich zum ersten Mal die geistige Welt kennengelernt. Ja. War das vorher in deinem Leben kein Thema? Hattest du keine Verbindung oder keinen Zug? Es kommt ja viel über Esoterik und erst dann erkennt man mal, wenn man sich genauer damit beschäftigt, was ist wirklich bla bla und irgendein Hokuspokus und was ist gut für mein Leben. Dann fangen die Menschen oft an, ihre spirituelle Seite kennenzulernen, dass da auch noch was ist und fangen plötzlich an, sich damit zu beschäftigen. War das bei dir ähnlich? Ist das so ein Schubs gewesen dahin? Also angefangen als Therapeutin habe ich sehr schulmedizinisch. Ich habe
Therapien gemacht, die nachweislich noch begründet wurden. Mhm. Ich habe mir immer gesagt, ich bin jemand, der Boden behalten will. Mhm. Und in dem Metier der Esoterik ist es manchmal sehr schwer, Boden zu behalten. Und Channeling war für mich fremd auf der einen Seite, aber auch doch nicht fremd, weil ich als Kind schon Zugang zu Engeln und solches hatte. Aber ich wusste das gar nicht, dass das nicht allgemein, für mich war das klar, dass das jeder hat und kann. Aber mich hat es auch immer wieder dahin getrieben, bloß habe ich mir selber, mein Kopf war mir im Weg, ich war sehr kopflastig. Und das hat sich immer mehr verändert durch meine Arbeit, auch dann, wie ich die Homöopathie dann verstanden habe und weitergeführt habe, da habe ich gemerkt, Moment mal, da ist sehr, sehr viel Intuition dabei und. Und so richtig das, was ich unbewusst als gespürt habe, dann wirklich eins zu eins erlebt habe und warum es funktioniert hatte, das war in dem ersten Seminar, wo ich dann in einer Meditation das erste Mal so eine Meisterenergie gespürt habe. Und da wusste ich, da bin ich zu Hause. Ja. Also konnten die Seminare bei dir neue Türen öffnen? Ja, das kann man eigentlich so sagen. Sehr viele neue Türen. Das heißt, du hast ja auch erzählt, jetzt es kam vom Schicksal, kam mal der Stopper, kommen die Fragen, hat der Dieter ja eben auch schon gesagt. Und jetzt ist es ja immer der Punkt, weil wir wissen ja, das Angebot an Seminaren, wenn wir heute im Internet Seminare suchen eingeben, 386.432 Treffer. So, und jetzt sitze ich natürlich als der was sucht, dahinter. Ich kenne den Dieter jetzt und die Alexandra durch auch den Alexander vom Gesundheitszentrum und so und weiß, was sie machen, auch den Markus Schmieg und so. Und jetzt habe ich da Vertrauen. Aber der meisten Leute, die da reinschauen, kennen ja niemand. Das heißt, es wird wahnsinnig schwierig herauszufinden, was ist für mich das Richtige. Und deswegen war mir auch wichtig, dass wir jemanden haben, der mal Seminare besucht hat und seine Sicht der Dinge erklären kann. Und das war natürlich faszinierend. Und da, liebe Zuschauer, werden sich auch viele von Ihnen jetzt darin finden. Oftmals stehen wir im Leben irgendwann plötzlich vor so einer Grenze oder so einer Mauer oder so einer Sperre und kommen nicht weiter. Oder die Dinge, die wir uns mühsam aufgebaut haben, plötzlich macht es Brösel, Brösel und alles fällt zusammen. Und wir verstehen die Welt nicht mehr. Gleich, wie er gesagt hat, der eine wird krank, der andere nicht. Der eine ist erfolgreich, der andere nicht. Warum? Und da liegen genau die Geheimnisse. Und wenn Sie als Zuschauer zu Hause zum Beispiel das Wort hermetische Gesetze heute zum ersten Mal hören, dann kann ich Ihnen nur sagen, fehlt Ihnen eigentlich die Basis, um Ihr Leben glücklich und erfolgreich leben zu können. Weil wenn man die Grundlagen unseres Systems, wie es abgeht, nicht kennt, ja, wie will ich mich dann drin bewegen? Komme ich nochmal zurück, Dieter. Was die Angelika uns eben erzählt hat, geht ja also für mich jetzt viel mehr in das, was ich so in den Standardseminaren eigentlich immer vermisst habe. Da kriegst du ein Handout, da steht am Schluss dann drauf, das und das, das haben wir durchgenommen. Ich war ja auch mal jung irgendwann mal und war auf Seminaren wie Höller. Ich glaube, die ersten Seminare, die er gegeben hat, waren wir mit dort und haben Stangen uns an den Hals gesetzt und die verbogen. Feuer laufen, die ganzen Nummern haben wir auch durch. Aber viele der Dinge haben mich nicht gefesselt. Das mit dem Feuerlaufen war mir nach 2 Minuten klar, wie das funktioniert, dass alles eine Frage des Bewusstseins ist. Fertig, da wäre ich auch stundenlang durchs Feuer gelaufen, wäre mir wurscht gewesen. Aber die Masse der Leute wurde das gar nicht so erzählt. Das hat eigentlich der Seminardurchführende mehr so gemacht wie ein großes Geheimnis, dass er denen genau das Stück Information nur gegeben hat, dass er durch die Kohlen kommt, aber hinten, wie es weitergeht und was er weiter damit machen kann, das hat man ihm nicht vermittelt. Die Seminare, die du machst, geht es darum, die Leute wirklich danach selbst laufen zu lassen? Als habe ich eine Sache gehört, da frage ich natürlich dann immerhin danach. Wenn das so ein Einstiegs- und so ein Fortsetzungsthema ist, bindest du die Leute daran oder hat es einen anderen Sinn? Nein, von Bindung kann überhaupt keine Rede sein. Das Ziel unserer Seminare ist immer Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Sehr schön. Das Ziel soll sein, dass jeder auf seine eigene Art und Weise in diesen 2 Tagen in seinem Thema, in dem er momentan Unsicherheit fühlt oder vielleicht auch einen Hinweis braucht, eine kleine Information, vielleicht oft auch ein Energieschub, ein Anstoß, dass er da eine Erkenntnis hat und dementsprechend seine Schritte gehen kann. Aber wir haben übrigens auch ein Handout, aber wir arbeiten nicht nach dem Handout.
Ja, und ich habe auch keine Ablaufpläne. Okay. Also bei mir ist nicht. Das macht es schon sehr sympathisch, das Ganze. Ja, jeder, der bei mir dreimal hintereinander ein Faszination Leben besucht, der hat jedes Mal das Gefühl, er hat ein neues Seminar. Warum? Weil ich mich einfach versuche, auf die Gruppe einzustellen und zu schauen, was intuitiv zu spüren, was die Gruppe braucht. Und das kriegt sie dann auch dementsprechend. Und was wir im Faszination Leben beispielsweise in den Mittelpunkt stellen, ist einfach Menschen mal wieder die Faszination dieses Lebens klar zu machen, ihnen das bewusst zu machen. Und als zweites dann auch die Faszination für den Menschen selbst, für sich selbst. Mhm. Denn ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, wenn man heute Menschen sieht, wie sie durchs Leben sich kämpfen, durchs Leben arbeiten, wenn das einzige Ziel die Arbeit ist, dann läuft man total am Leben vorbei und man läuft Gefahr, dass man dann sein Leben lang hart gearbeitet hat und zum Schluss krank ist. So wie es meinem Vater ging, der dann nach 40 Jahren im Rollstuhl saß. Na wunderbar. Das sind dann die, also sind nicht die erstrebenswerten Dinge, um die es im Leben geht. Und wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, aber wir alle sind ja irgendwie geprägt von unseren Eltern. Und ich hatte eben nur mal gesagt, du musst hart arbeiten, das was wird aus dir. Und so war ich ursprünglich auch eingestellt in dem Dreh. Und so gibt es viele, die da sitzen, die das gar nicht wissen oder vielleicht noch nie darüber nachgedacht haben, dass dieser Satz eigentlich nur ein Muster ist, der nichts mit der Realität zu tun hat, der nichts mit Leben zu tun hat. Denn dieses Leben ist nicht auf Kampf aufgebaut. Dieses Leben ist nicht auf Schwere aufgebaut. Dieses Leben ist prinzipiell auf Erfolg aufgebaut. Jeder Grashalm wächst, jeder Baum wächst, jedes Baby wächst. Erst wenn wir anfangen, unser Denken einzusteigen, zerdenken wir oft diesen natürlichen Erfolg, der da ist. Gesundheit ist ein natürliches Prinzip des Lebens. Mhm. Ja, wir müssen dann nochmal zuschauen, schneide ich mal einen Finger irgendwo und du brauchst nichts tun. Zigtausend chemischer Prozesse sorgen dafür, dass das alles wieder verheilt wird. In wenigen Tagen siehst du nichts mehr von dem Ganzen. Und trotzdem gibt es heute mehr Kranke als je zuvor. Wir haben die modernste Apparate Medizin der Welt, wir haben die modernsten Medikamente, die es gibt, angeblich die modernsten Medikamente. 85.000 allein in Deutschland zugelassene Medikamente. Und trotzdem waren die Menschen noch nie so krank wie heute. Und da muss man doch mal hinterfragen, ob das vielleicht andere Gründe hat. Und oftmals hat es eben die Gründe, dass Menschen wieder die Natur leben. Dass sie nicht mit dem Leben fließen, dass sie nicht mit der Natur mitfließen, dass sie nicht auf ihr Herz hören, sondern eher auf ihren Kopf. Dadurch eine innere Zerrissenheit entsteht und viele andere Dinge. Und jeden betrifft auch nicht das Gleiche. Alexander sagte das gerade schon. Man kann nicht sagen, es liegt an dem oder dem, warum jemand Erfolg hat oder nicht, sondern es sind vielfältige Gründe. Und darum liefern wir in den Seminaren ein breites Spektrum von einfachen, umsetzbaren, praktischen Dingen, die jeder zu Hause umsetzen kann, bis auf der anderen Seite hochspirituelle Themen, wo wir Menschen ganz langsam Schritt für Schritt an die geistige Welt heranführen, um ihm mal die Möglichkeit zu geben, die Multidimensionalität des Lebens zu erfahren und nicht nur die zweidimensionale, kopfgesteuerte nicht nur Sichtweise essen, trinken und schaffen, ja. Sondern dass es noch ein bisschen mehr gibt im Leben. Als genau. Und danach könnte er im Prinzip, wenn jeder das dann aufgenommen hat, seine Dinge, kann der auch dementsprechend weitergehen. Das Ziel ist Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Und, aber natürlich bietet man dann auch in der Schule, ich kann nicht in zwei Tagen das ganze Leben allumfassend beschreiben, gerade was mit der geistigen Welt zu tun hat, was die Feinstofflichkeit betrifft. Das ist eine Frage der Sensibilität, der eigenen Körperschwingung, der eigenen Klärung seiner inneren Muster und so weiter, um hier sich annähern zu können. Mhm. Und wenn der ein oder andere das Gefühl hat, der möchte da auf dem Weg weitergehen, dann kann er diesen Weg weitergehen. Und wenn er das Gefühl hat, er möchte beispielsweise im Bereich seiner Persönlichkeitsentwicklung stabiler werden, dann besucht er beispielsweise ein anderes Seminar, das wir anbieten, das was zu tun hat mit Auftreten, Sprechen und glaubwürdig sein. Ja, Auftreten, Reden, Begeistern heißt dieses Seminar. Also wir bieten ein breites Spektrum, weil wir fest davon ausgehen, dass das Leben nicht nur einseitig ist. Richtig. Sondern das Leben ist sowohl körperlich materiell, als auf der anderen Seite spirituell. Und wer in die Einseitigkeit geht, geht immer ins Extrem. Mhm. Und wer ins Extrem geht, sowas duldet das Leben nicht. Das Leben besteht aus Balance. Immer Ausgleich, ist immer Harmonie. Wir brauchen eine gesunde Balance. Sowohl die eine als auch die andere Seite miteinander zu verbinden. Ja, und deswegen kommen viele Menschen nicht zurecht, die nur auf dem spirituellen Weg sind, häufig körperlich-materielle Probleme haben oder auf der anderen Seite, die nur materiell unterwegs sind, businessmäßig und so weiter und dann plötzlich merken, der Körper spielt nicht mehr mit oder die Partnerschaft zerbricht und so weiter. Ja, weil einfach die Balance nicht fehlt, mhm. Weil die Balance fehlt. Und wir versuchen, dieses Spektrum abzudecken von Anfang an
Und wer dann das Gefühl hat, er möchte ein klein wenig in dem Spektrum noch ein bisschen balancieren, dann kann er das tun. Also kann ich das System, was du machst, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe, verstanden wie ein Baukastensystem, wo ich als der, wie gesagt, das erste Türchen durchschritten hat, dieses Einstiegsseminar, um überhaupt da hinzukommen, was ist von euch die Zielsetzung, welche Angebote kann ich wahrnehmen, dann habe ich ein breites Spektrum und kann sagen, okay, ich sehe, in meinem Geschäft läuft es nicht so, also tue ich mich auf die Seminarreihe konzentrieren oder wie du schon angekündigt hast, persönlich habe ich irgendwelche Probleme, Selbstwertgefühl, was es da alles gibt, dann gehe ich in die Richtung. Also ihr habt quasi ein Seminarangebot aus langjähriger Erfahrung in Praxis und in den vielen Dingen, die ihr schon gemacht habt, so zusammengestellt, dass der Mensch, der diese Seminare anfängt, im Prinzip so wie so eine Lebensbildung durchläuft, wo ihm die Bereiche eröffnet werden, die er vorher nicht kannte, beziehungsweise er die vervollständigen kann, wo er noch zu wenig Informationen hat. Ganz genau. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass wir ihm am Anfang in diesen zwei Tagen die Möglichkeit bieten, uns kennenzulernen, damit er überhaupt ein Gefühl dafür entwickelt, ob die Ideale, die Werte, die wir vermitteln, ob die auch für ihn stimmen, ob wir ihm sympathisch sind, ob der mit uns kann. Denn wenn man natürlich jetzt zum Beispiel in die geistige Welt voranschreitet, macht eine Channeling-Ausbildung, da brauchst du tiefes Vertrauen zu den Referenten, dass du weißt, wer das ist und dass die wissen, was sie machen. Denn hier geht es ja dann oft in grenzüberschreitende Bereiche, wo du wirklich Grenzen überschreiten musst. Es läuft zwar bei uns glücklicherweise in den letzten Jahren, wir machen das 13 Jahre jetzt alleine, die Channeling-Ausbildung, läuft das immer ganz harmonisch in Verbindung mit der geistigen Welt. Sie ist da sehr unterstützend tätig, was das betrifft. Aber natürlich wird der eine oder andere eine Grenze überschreiten und das innere System muss geklärt werden, die Chakren müssen geklärt werden, die feinstofflichen Körper. Und da sitzt halt oftmals das eine oder andere drin, das einfach mal in Fluss gebracht werden muss. Und dafür brauche ich natürlich Vertrauen zu denjenigen, die es machen. Ja, absolut. Und diese zwei Tage bilden das Vertrauen. Und diejenigen, die dann sagen, ja, mit denen kann ich gut, das gefällt mir und da habe ich Vertrauen, die können dann, wenn sie möchten, gerne natürlich einen Schritt weitergehen. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Wir müssen kurz in die Werbung. In der zweiten Hälfte der Sendung gehen wir nochmal auf die Punkte ein. Welche Inhalte gibt es in den Seminaren? Welches Seminar steht jetzt in der nächsten Zeit an? Und wie können die Leute denn nach den Seminaren, wenn alle in ein Loch wieder hineinfallen, wenn der Alltag sie einholt, die Verbindung aufrechterhalten und wie macht es Triunity, dass die Menschen dort auch weitergehen? Bis gleich nach der Werbung. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder nach unserer kurzen Unterbrechung zurück. Bei mir im Studio heute die Alexandra Wolitzer, der Dieter Weiner und die Angelika Bless. Wir unterhalten uns über das Thema Seminare und Fortbildung. Müssen wir uns heute überhaupt noch fortbilden? Ist das überhaupt noch nötig? Wissen wir nicht alles? Wir leben im Informationszeitalter. Jeder hat zu Hause 350 Fernsehprogramme und wie viele Radioprogramme und Internetzugänge er noch dazu hat. Eigentlich müssten wir ja alles wissen. Aber wenn ich jetzt dem Dieter Weiner zuhöre, bin ich da mir im Zweifeln, ob das so ist. Und die Frage ist auch, vermitteln uns die Medien diese Dinge, die für unser Leben wichtig sind, oder werden uns Dinge vermittelt, die uns manipulieren? Das wäre wieder eine andere Sendung. Komme ich zurück zu unserem Thema. Du hast eben schon gehört, welche Hauptthemen, wie würdet ihr das denn klassifizieren, wenn die Zuschauer jetzt sagen, ja, was gibt es denn für eine Seminarbreite? Wer soll sich denn angesprochen fühlen, eure Seminare zu besuchen, Alexandra? Also das Schöne ist, dass sich jeder angesprochen fühlen darf, unsere Seminare zu besuchen, auch in jedem Alter. Wir haben der jüngste Seminarteilnehmer oder Seminarteilnehmerin war 9 Jahre alt. Wow. Und die älteste Anfang 80 und 90 sogar. 80. Ja. Nee, Ruth war 90. Ist egal. Also es geht wirklich die ganze Bandbreite an Alter und
an Tätigkeit, die man ausübt oder an Hintergrund, den man mitbringt. Also das kann die Hausfrau bis zum Unternehmer, bis zum Manager, Geschäftsinhaber. Alle können es besuchen. Alle sind herzlich willkommen. Und im Grunde jeder, der das Gefühl hat, er möchte vielleicht wissen, wie es ein klein wenig einfacher geht, leichter geht. Ja, jeder, der das Gefühl hat, es geht vielleicht im Leben nicht so schnell, wie er es gern hätte. Es geht nicht in den Schritten vorwärts, wie man es gern hätte. Oder es geht vielleicht gar nichts vorwärts. Denn wir wollen ja aufgehalten sein. Ich glaube, das war bei der Angelika auch der Punkt, wo sie gesagt hat, irgendwann habe ich in meinem Leben gemerkt, als wenn ich irgendwo an eine Sperre laufe, hier ist jetzt fertig und komme nicht weiter und irgendwas fehlt mir, irgendwas stimmt nicht. Ja. Du hast von einem Schicksalsschlag gesprochen. Auch das müssen die Menschen verstehen. Das ist eigentlich ein göttlicher Hinweis, der uns zum Anhalten bringt, nach dem Motto, jetzt fang mal an, in dich zu gehen. Ich sage bewusst das Wort nicht, jetzt schalt mal deinen Verstand ein. Weil als ich das eben gehört habe, was erzählt wurde, war mir immer wieder im Kopf, wir müssten eigentlich die Parole nach draußen gehen, schalt deinen Verstand ab. Ja, du hast vorhin mal so schön gesagt noch, wir haben doch das ganze Wissen, das könnten wir auch im Internet nachlesen und so weiter und so weiter. Das ist richtig. Aber Wissen ist das eine. Es zu erfahren, es zu fühlen, ist etwas ganz anderes. Mhm. Und ich erlebe meistens die erste Schranke schon, wenn ich zu jemandem sage, du müsstest dein Herz öffnen. Wenn der sagt, ja wie? Wo ist der Scheiter? Und dann mal zu empfinden, was es bedeutet, das Herz geöffnet zu haben, die Welt mit ganz anderen Augen wahrzunehmen. Und dann sagt man wieder, wieso Augen? Hier beim Herzen? Ja, man wird die Welt mit anderen Augen sehen, wenn man mit einem offenen Herzen durchs Leben geht. Und das sind alles so Dinge, die kann man mit dem Verstand nicht lernen. Der Verstand ist etwas Begrenztes. Und der Verstand ist auch nicht dafür da, dass er uns unsere Zukunft erschafft. Denn der Verstand kann ja keine 5 Minuten in die Zukunft denken. Der kann nur vermuten. Genau. Also ist das meiste, was wir mit dem Verstand entscheiden, eine Vermutung. Aber wir haben Instanzen in uns, die in der Lage sind, zu wissen, was für uns richtig ist. Und diese Instanzen kann jeder, mit der kann jeder in Verbindung treten. Das ist die eigene Seele beispielsweise. Und die eigene Seele hat ihren physischen Sitz in unserem Herzchakra. In der 7. Ebene des Herzchakras, da sitzt der energetische Aspekt unserer Seele. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, die Herzen zu öffnen. Und in der heutigen Zeit, und das kann ich sagen, ich habe ja vor 25 Jahren irgendwann mal die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht, da war Mentaltraining noch ganz in. In der heutigen Zeit würde ich sagen, Mentaltraining funktioniert nicht mehr in dem Maße wie früher, weil die Schwingung dieses Planeten sich längst erhöht hat, weil wir in einem Aufstieg in eine höhere Schwingung hinein sind. Und in der heutigen Zeit geht es um Empathieprozesse, empathische Prozesse. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich zum Beispiel auch die Arbeit mit der geistigen Welt eine unglaubliche Hilfe. Ja, wenn man hier mit diesen höheren Schwingungen in Verbindung kommen kann und die Möglichkeit hat, hier diese Empathie in sich überhaupt mal wachzurufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Wachrufen. Aber ich kriege ja da erst letztendlich einen Draht dazu, wenn ich irgendwann mal damit in Verbindung gekommen bin. Auf zurückzukommen auf das, was du vorher in der ersten Hälfte gesagt hast, dein Vater hat dir fürs Leben einen Satz mitgegeben, musst hart arbeiten, dass dem Leben was wirst. Er hat es bestimmt nicht aus böser Absicht herausgemacht. Wahrscheinlich hat sein Vater zu ihm das Gleiche gesagt. Natürlich. Und er hat es dann durchgezogen, weil er nicht die Seminare besuchen konnte, nicht wusste, dass es da noch Alternativen gibt. Und sein Ergebnis war, hat gearbeitet, nicht ein tolles Alter, sondern Alter im Rollstuhl. Also scheint er irgendwas da, ich sag mal in Anführungszeichen, falsch gemacht zu haben. Aber nicht, weil er es falsch machen wollte, sondern weil er es nicht besser wusste. Mhm. Und da, liebe Zuschauer, sind wir beim größten Problempunkt unserer Zeit. Wir haben zwar eine Informationsgesellschaft und Sie finden im Kiosk 300 verschiedene Zeitungen und Zeitschriften und im Internet eine unglaubliche Auswahl von Seiten, die Ihnen Informationen vermitteln. Aber jetzt sind wir genau am Punkt. Erstens, wer ist der Bereitsteller der Informationen und sind diese Informationen überhaupt da, um uns zu nutzen oder um das Gegenteil zu erreichen? Und dann, wie wollen Sie denn entscheiden, ob jetzt das oder das richtig ist? Sie können das nur dann entscheiden, wenn Sie es in sich entscheiden können. Und das können Sie wiederum dann nur, wenn Sie Ihr Herz geöffnet haben. Sonst werden Sie vom Verstand ganz schön in die Irre geleitet. Denn Ihr Herz ist, glaube ich, was, wo man sagen könnte, das betrügt uns nicht. So ist es. Das Herz lügt nie und das Herz weiß immer den Weg. Genau. Jetzt nochmal zu dem Anfang. Warum ist es so wichtig, dieses Einstiegsseminar zu besuchen? Und ich kann jetzt sagen, ja, ich weiß schon alles, ich würde gern den Teil machen. Nein, ich würde das gar nicht Einstiegsseminar nennen. Das ist
mir viel zu despektierlich. Okay. Dieses Seminar ist wirklich unglaublich wertvoll. Wir haben da 16 Seminarstunden, die wir da zusammen sind und miteinander verbringen. Das geht morgens um 10 an, geht bis abends um 8. Und am nächsten Tag geht es um 9 an bis um 17 Uhr und haben nur kurze Pausen dazwischen drin. Es wäre mir zu despektierlich, weil es einfach viel zu wertvoll ist, was hier an Wissen vermittelt wird in diesem Zeitraum. Wir plänkeln hier nicht, sondern wir gehen hier richtig ran an die ganze Geschichte, sodass jeder in seinen Bereichen auch entsprechend angetickert wird, wenn du so magst. Gut. Jeder wird genau das mitbekommen, was er braucht. Und wenn der ein oder andere das Gefühl hat, er braucht einen Tipp, wie er jetzt besser in seine Berufung kommt, oder der andere wieder meint, er muss einfach einen Tipp haben, wie er mehr Geld verdienen kann, und der dritte, der will vielleicht spirituell sich weiterentwickeln, und der vierte, der in der Partnerschaft Probleme hat, weiß nicht, wie er da weiterkommt. Völlig egal, alles, was wir ansprechen, ja, sind nicht Einzelthemen, sondern die Dinge sind global und ganzheitlich, und weil sie global und ganzheitlich sind, kann ich sie auch für alle Bereiche einsetzen. Völlig egal, was mich im Grunde dafür interessiert. Ja, und jeder startet. Deswegen ist es kein Einstiegsseminar. Wir haben keine fortlaufenden Seminare, 1, 2, 3, 4. Ah, da habe ich das falsch verstanden, ja, wie das die Angelika vermittelt hat. Es ist ein Seminar, das bieten wir an. Wir haben ein 2-Tage-Seminar und bieten damit ein ganzheitliches Wissen, damit jeder was damit anfangen kann. Und die Leute sind glücklich und happy, wenn sie rausgehen. Ja, aber der ein oder andere möchte dann vielleicht, weil er was Neues kennengelernt hat, plötzlich feststellen, dass er auf dem einen oder anderen Weg noch schneller weitergehen möchte, nicht alleine weitergehen möchte oder vielleicht auch noch unter Anleitung weitergehen möchte, zum Beispiel den Kontakt zur geistigen Welt suchen. Ja. Ja? Und dann hat er die Möglichkeit, das zu tun. Und die 2 Tage, die tragen dazu bei, dass er in erster Linie, dass er uns kennenlernt und ein Gefühl dafür entwickelt, ob er mit uns weitergehen möchte, ob man uns vertrauen kann. Und manchmal ist es so, ich habe auch schon Seminarleiter kennengelernt, wo ich sagen würde, nee, die hätten wir jetzt nicht unbedingt kennenlernen müssen. Okay, und ja, mit mag denen, auch mit seine denen, persönliche Befindlichkeiten. Ja, genau. Und mit denen würde ich nicht weitergehen beispielsweise. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor, dass man uns und unsere Werte und Ideale kennenlernt. Und dann gibt es ja noch einen Punkt. Jeder Mensch steht ja woanders. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt zu dir komme, ich habe die und die Lebensgeschichte und die Erfahrungen dürfen sammeln, ein anderer kommt von seinem Leben, der dritte hat, was weiß ich, vielleicht 20 Jahre gar nichts erlebt, weil er immer beim Vater daheim gesessen ist oder sonst irgendwie. Und wenn die Menschen natürlich alle von unterschiedlichen Punkten, von unterschiedlichen Wissensspektren in irgendwas hinein sich stürzen würden, wäre das wahrscheinlich ein Problem. Und deswegen glaube ich, dass dein Startseminar, dein, wie nennt sich es eigentlich, wie heißt dieses Seminar? Das Seminar heißt Faszination Leben, einfach, glücklich und erfolgreich. Merken wir uns das, Faszination Leben, das ist auch das, was wir damit rüberbringen wollen, denn das Leben ist faszinierend für jeden Menschen, aber nur dann, wenn sie die ganze Faszination auch nutzen können. Oftmals ist unser Problem, und so ist es ja in allem, wie ist es, wann vermissen wir was, wenn wir es kennen und schätzen gelernt haben und plötzlich steht es uns nicht zur Verfügung? Vermissen wir was, was wir nicht kennen, obwohl es vielleicht uns viel, viel mehr Sinn machen wird? Nein, warum? Weil wir es nicht kennen. Also ist es wichtig, erstmal sich die Bereiche des Lebens anzuschauen. Und da ist das große Manko in unserer Gesellschaft. In all diesen Blättchen, in all diesen Medien haben sie unglaublich viel Information, aber sie haben keinen Nutzen davon, weil sie in der Masse nicht umsetzen können, weil ihnen die Voraussetzungen fehlen. Deswegen nochmal einzuschwingen auf die hermetischen Gesetze. Ich nehme an, das ist auch eines der ersten Punkte, die in dem Thema drin sind. Und das habe ich dürfen im Leben kennenlernen. Hätte ich nicht irgendwann so ein kleines Buch in die Hand bekommen, wo diese hermetischen Gesetze beschrieben waren, hätte ich viele Dinge fehlinterpretiert oder überhaupt nicht nutzen können. Warum? Weil ich die Anwendung nicht kannte. Was nützt mir denn, wenn ich weiß, es gibt ein Gesetz der Resonanz, aber was es bewirkt, weiß ich nicht. Und was Resonanz ist, weiß ich auch nicht. Ja. Dann nützt mir auch nichts, wenn ich weiß, dass es das Gesetz gibt. Also, wenn wir diese Thematiken kennen, können wir in unserem Leben viel, viel einfacher laufen. Ich wollte noch mal was. Ihr habt mir da die Beschreibung für dieses Seminar. Ist das das erste nächstes Jahr? In 2016 ist es das erste Jahr. In 2016. Also alle, die das Leben jetzt fasziniert, die müssen sich noch ein bisschen gedulden, denn das erste Seminar in der Schweiz mit diesem Thema läuft von 12. bis 13.02. Und zwar ist das in Aargau, in den Praxis- und Schulungsräumen von der Angelika Bless. Das ist natürlich ganz toll, da gibt es gleich noch ein paar Heilpraktiker-Informationen dazu. Und ist natürlich auch für die Schweizer sehr einfach. Wo ist es adressmäßig?
Das ist in der Erlinsbacher Straße 20, ist also ziemlich im Zentrum von Aarau, gerade über diese bekannte Kettenbrücke. Und da ganz in der Nähe. Nahverkehr, kein Problem, kein Parkplätze, Problem. Kein Problem. Kein Problem. Also da können die Leute hinkommen. Ich würde jetzt gerne mal, wenn ich mir die Seminarinhalte anschaue, stehen da so ein paar Dinge drin, die mich natürlich immer wieder kitzeln, wo ich sage, ach, das hast du auch schon mal gehört und das hast du auch schon mal gelernt. Wenn ich da folgende Inhalte erwarten Sie in diesen Tagen, wie Sie als Mensch, Paar oder Firma den momentanen Zeitgeist für sich nutzen. Ja, haben wir gehört? Wer nutzt denn wirklich den momentanen Zeitgeist? Und was heißt das überhaupt, den momentanen Zeitgeist zu nutzen? Und jetzt, wenn viele schon wieder ins Grübeln kommen, Zeitgeist, was ist überhaupt der Zeitgeist? Warum? Weil wir uns nicht darum kümmern. Jeder ist vollgemüllt von morgens bis abends. Und deswegen bin ich immer froh, dass es solche Dinge gibt, weil selbst ich, der wirklich nah am Zeitgeist ist durch meinen Beruf, stelle immer wieder fest, dass es Lücken gibt, die einfach noch nicht zu mir gekommen sind. Und dann kriege ich über sowas den Anstoß und sage, boah, guck mal, jetzt hat man es mir gezeigt. Jetzt wird es Zeit, dass ich es tue. Ist auch sowas. Achtsamkeit. Lernen Sie auch in einem der Seminare beim Dieter Weinert und der Alexandra Wolitzer. Warum? Weil wir darauf nicht sensibilisiert werden. Wir werden sensibilisiert als Kind, was hören wir oft? Sei ruhig, setz dich hin, du kannst es nicht und sei anständig. Das heißt, wir werden ständig eigentlich reglementiert und ruhig gehalten, in das man uns die ganze Vielfalt der Welt, die vor uns liegt, eigentlich eröffnen würde. Und wenn wir das jetzt als Kinder nicht möglich gemacht bekommen haben, dann können wir das heute als Erwachsene tun. Oder Systemerror, wie man sogenannte Antiprogramme, jetzt sind mir meine Augen, jetzt flippen die wieder ein bisschen, Antiprogramme, was heißt das? Findet und korrigiert. Dankeschön. Findet und korrigiert. Ja, können Sie mit dem Satz was anfangen? Wissen Sie, was gemeint ist? Die meisten werden es nicht wissen. Antiprogramme sind Dinge, die Sie sich irgendwann aus Angst, Schuld oder sonst irgendeinem Thema oder als reines Denkmuster mal festgelegt haben und die halten Sie ständig auf. Das merken Sie gar nicht, weil irgendwann mal einer gesagt hat, nur alles ist gut, was du anfassen kannst und das ist was, alles andere ist nichts. Oder Sabotageprogramme zum Beispiel. Ja. Ja, du musst als Frau doppelt so viel leisten wie als Mann. So ein typisches Sabotageprogramm. Das sind alles die Dinge, die uns wahnsinnig hindern und aufhalten. Ja. Jetzt kommt ja der Punkt, wo ich im Vorgespräch schon mal angesprochen habe. Jetzt habe ich, und das sind noch viel, viel mehr Punkte. Einer der schönen ist der letzte Punkt, den möchte ich da gerade noch vorlesen. Das Geheimnis der kosmischen Unbesiegbarkeit. So, jetzt machen wir das Buch dazu. Wenn Sie mehr lesen wollen, müssen Sie auf das Seminar gehen. Dieter, jetzt habe ich das Seminar gemacht. Jetzt weiß ich ja, bedingt durch die Tätigkeit bin ich vielleicht nicht immer in der Lage, die Folgenden zu nutzen. Aber was viele Seminarteilnehmer mir immer wieder erzählt haben, ist, ich gehe auf ein Seminar, ich gehe raus, ich bin hochmotiviert. Zack, am Montag, Dienstag, Mittwoch holt mich der Alltag wieder ein. 70%, 80% von dem, was ich da erfahren habe, ist wieder weg. Und irgendwann ertappe ich mich dabei und sage, Mensch, das hast du schon mal gelernt. Wie viel war denn das und so? Einspruch, euer Ehren. Genau. Das kann keiner unser Seminarteilnehmer gewesen sein, weil ich, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass nicht ein, zwei, drei Tage später passiert, sondern die Leute bekommen eine Basis mit, auf der sie das schon in einer gewissen Zeit lang machen können. Aber du hast recht, im Laufe der Zeit kann es schon mal sein, dass das ein oder andere natürlich abflacht. Mhm, und das liegt natürlich in der Entscheidung jedes Einzelnen. Da sind wir ja auch wieder in der Selbstverantwortung und in der Selbstbestimmung. Aber wir haben uns auch eine Dinge, wir bekommen hunderte von Mails jedes Jahr, was unseren Teilnehmern alles positiv gelungen ist. Und da freuen wir uns natürlich immer wieder drüber. Mhm. Aber wir wissen auch, dass bei dem einen oder anderen das hier und da mal einschläft. Und wir haben uns das schon seit Jahren überlegt, was können wir da tun in irgendeiner Form? Haben wir da eine Möglichkeit? Ja gut, weiterführende Seminare wäre so eine Möglichkeit. Aber wir wollen ja nicht ständig sagen, du musst ein Seminar besuchen. Das macht vielleicht auch einen völlig falschen Eindruck. Und das würde ja bedeuten, bis ich dann 100 bin, muss ich dann alle Jahr oder was weiß ich, immer wieder in das Seminar, immer wieder in das Seminar. Das und muss eine andere Möglichkeit geben. Wir haben auch lange darüber geredet, auch mit der geistigen Welt in einigen Frage-Channelings, das eruiert. Und die geistige Welt meinte immer schon seit Jahren, verbindet euch zu Gruppen mit Gleichgesinnten. Ja, und begebt euch gemeinsam auf einen Weg. Und wir wussten nicht, wie wir das realisieren sollen in irgendeiner Form. Und dann kam irgendwann mal die Erkenntnis, dass wir das in Form eines Vereins tun wollen.
Und deswegen haben wir eine Akademie für holistisches Bewusstsein gegründet hier in der Schweiz. Und die geht jetzt im Januar in den Start. Und dieser Verein ist im Grunde soll ein Netzwerk darstellen für Menschen mit gleichen Idealen und gleichen Werten, die miteinander Wissen teilen, die miteinander Erfahrungen teilen, die sich immer wieder treffen können. Wir wollen Gesprächskreise organisieren, Foren organisieren, wir wollen Themenabende machen und veranstalten, wo die Menschen sich regional immer wieder treffen können im Rahmen dieses Vereins, wo die sich austauschen können, wo die sich gegenseitig unterstützen können, wo sie ihre Erfahrungen mitbringen können, wo auch jemand mal sagt, was bei ihnen besonders gut gelungen ist beispielsweise. Und das oder was er noch nicht hingekriegt oder was er noch nicht hat, vielleicht andere dann ihm erklären kann nochmal. Sich einbringen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aus den Erfahrungen anderer profitieren. Das ist der große Gedanke dieses Vereins. Ein großes Netzwerk, das sich zum Ziel gesetzt hat, uraltes Wissen dann auch aus den Weisheitslehren alter Kulturen dann zu transportieren. Das sich zum Ziel gesetzt hat, den Menschen auch wieder die Wertschätzung gegenüber der Natur und den Tieren und allen Lebewesen in irgendeiner Form ein Verständnis dafür zurückgebracht zu wird. Ja. Ja, wenn wir sehen, wie wir umgehen mit Tieren und wie wir umgehen mit der Natur, da blutet dann das Herz. Und wenn wir uns ansehen, wie momentan mit Menschen umgegangen wird auf diesem Planeten, mit einem Fingerstreich werden da die Bomben in Gang gesetzt und Hunderttausende von Menschen kommen da wieder zu Tode, Millionen von Menschen pro Jahr und kaum einer denkt darüber nach, dann blutet mir das Herz. Und ich denke, gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, geht es darum, dass wir uns dann nicht ins Boxhorn jagen lassen, dass wir uns nicht in die Angst hineinflüchten und uns klein machen, uns zurückziehen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir uns verbinden und sagen, wir führen ein selbstbestimmtes Leben und wir möchten aus diesem Leben etwas Faszinierendes machen, etwas Großartiges, etwas Erfolgreiches. Dafür ist dieses Leben da. Ja. Ja, wir möchten dem Leben einen Sinn geben, wir möchten ihm Erfüllung geben. Und dafür braucht man manchmal auch ein bisschen Unterstützung untereinander, wenn jemand mal ein bisschen durchhängt, dass ein anderer da ist, sagt, komm, ich bin jetzt da an deiner Seite, ich helfe dich, unterstütze dich. Und das können wir natürlich alleine nicht leisten. Also brauchen das wäre auch schwierig, 100.000 Leute zu begleiten. Also brauchen wir halt viele, viele Clubmitglieder und über den Verein geht es. Das ist ein nicht gewinnorientierter Verein, der ist nicht materiell orientiert, sondern er wird sich finanzieren, weil wir wollen ja bestimmte Projekte auch aufbereiten. Ich habe gestern im Seminar gesagt, meine große Vision ist irgendwann mal, dass der Verein so groß ist, dass er irgendwann mal vielleicht auch für eine Schule Verantwortung übernehmen kann, wo Kinder geschult werden. Das wird wahrscheinlich nicht hier im Westen der Fall sein, aber wo man dann vielleicht kleine Kinder schon hinführen kann, ihnen zeigt, wie Leben funktioniert und ihnen Bildung entsprechend transportiert und neben der Bildung dann auch Lebensgesetze, sodass sie in ihrem Leben ihr Leben selber in die Hand nehmen können und können erfolgreich sein. Alles das wollen wir mit dem Verein, deswegen brauchen wir natürlich auch Geld. Das kommt dann über die Mitgliedsbeiträge natürlich dementsprechend rein. Ein Teil, Großteil davon geht dann auch in so einen Sozialfonds, in so einen Sozialpool, dass wenn der immer mehr anwächst, dass wir dann diese Projekte dann auch entsprechend starten können. Und die Vereinsmitglieder können sich dann an diesen Projekten auch beteiligen, können da mitmachen, je nachdem, wo halt das Faible ist. Der eine ist halt für die Tiere, der andere für die Natur, der dritte will was für Kinder machen. Und so soll das ein großes Projekt werden. Das starten wir jetzt gerade zum Trotz gegen all diesen Dingen, die draußen momentan um uns herum sind, wo man uns sagt, wo man uns Angst macht, Terrorangst und wo die Menschen so in die Angst versetzt werden durch die Mainstream-Medien und sich nicht mal mehr in Gemeinschaften treffen trauen und sich überlegen, ob sie ein Fußballspiel besuchen oder ein Konzert. Und da merkt man, wie wir da manipuliert sind und wie wir da sofort reagieren. Und Angst ist das Gegenteil von Liebe, Angst ist das Gegenteil von Leben. Und das muss man wissen. Und wer lebt und wer liebt, kann keine Angst haben. Ja. Und darum geht es in diesem Leben. Und das wollen wir mit dem Verein gemeinsam bewerkstelligen, damit wir hier auf dem Weg sind. Und damit wir hier in einem kleinen, beschränkten Kreis, nämlich in unserem Umfeld, die Welt ein klein wenig besser, schöner, freier, herrlicher, liebevoller, werthaltiger, und auch erfolgreicher machen. Keiner muss alleine sein. Man sieht, es gibt Möglichkeiten. Ja. Jetzt will ich gerade noch mal die Angelika fragen. Angelika, wie war das nach den Seminaren? Weil das waren zwar keine Seminarteilnehmer vom Dieter und der Alexandra, aber
Es gibt ja diese Motivationstrainings und das findest du ja zu Hunderten, wenn du ins Internet gehst. Und die Leute fallen danach in ein Loch, weil sie sich nicht alles merken können. Meistens ist das Handout so gestrickt, dass es auch gar nicht dazu dienen soll. Das heißt, nach einer Woche weiß der nur noch 10% von dem, was er gelernt hat. Wie war das bei dir durch die Seminare und so eine Sache, die der Dieter jetzt vorgestellt hat mit Vereinen und Begegnungen und dass man sich zusammensetzen kann, dass man übers Web kommunizieren kann miteinander. Ist das eine Geschichte, die das Ganze hilfreich unterstreicht, das nach vorne pusht? Sehr sogar. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, nach Faszination Leben hat sich bei mir sehr vieles geändert. Ich hatte, wie Dieter sagt, Spielregeln verstanden. Und dann geht es darum, es ist keine Theorie. Ich weiß es zwar, dann ist es aber noch nicht getan. Aber du wächst da richtig rein, indem du dich selber immer wieder reflektieren kannst. Mhm. Und wenn du sagst, im Internet können wir alles lesen, ich bin eine sehr wissbegierige Person und es gab nichts, was ich nicht schon wusste, aber ich konnte es nicht in den Alltag integrieren, ich konnte es nicht umsetzen. Und da ist mir wirklich mit der Unterstützung von Alexandra und Dieter in den Seminaren, ist mir so, wir Schwaben sagen, der Grosche gefallen. Ja, verstehe, was du meinst, dir wurde klar. Und das sind manchmal vielleicht sogar gar nicht so Wow-Schritte, wo ich sagen kann, jetzt muss ich den Mount Everest erklimmen, sondern es sind ganz praktische, umsetzbare Sachen, wo ich dann merke, wenn ich das wirklich beherzige und es in meinen Alltag einbaue, ich bin wo ganz anders gestanden mit der Zeit. Und diese Kommunikation, die danach stattfinden kann über den Verein und die Gruppen, wäre das noch eine hilfreiche Geschichte gewesen? Meinst du, das hätte es können alles beschleunigen? Es war so, zu der Zeit gab es noch nicht so gut organisiert, da haben wir uns selber organisiert, aber das ist dann immer wieder auseinandergeflossen. Und während das organisiert war, haben wir das besprochen, zusammengesetzt, darüber geredet, auch untereinander so Meditationen gemacht und dann war das ziemlich gut. Aber das hat sich dann irgendwie wieder, wie es so schön heißt, im Sand verlaufen, die Leute haben nicht immer Zeit gehabt und so weiter, die Gruppe ist auseinandergegangen. Jetzt in diesem Verein, wie jetzt Dieter das erklärt hat, ist da eine ganz andere Struktur dahinter. Ja. Und es wird viel offizieller, es wird bekannter und so finden sich die Leute zueinander. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Ne? Wir werden zusätzlich auch unseren Teil natürlich dazu beitragen, neben dem die regional die Dinge organisieren. Wir werden kostenfreie Webinare anbieten über das Internet, sodass jeder zu Hause dann 1,5 Stunden da mal reingucken kann. Wir werden immer kurze Videosequenzen schicken über 5-6 Minuten, wo wir wieder das eine oder andere antickern, damit man wieder daran erinnert wird an das eine oder andere. Wir werden mit News arbeiten, also werden regelmäßige Newsletter rausgeben mit aktuellen Informationen, nicht nur zum Thema Leben, sondern was Leben allgemein betrifft, auch politische Situationen, Hintergrundinformationen. Wir wollen innerhalb des Vereins, dass die Menschen wissen, was hinter den Kulissen abläuft, nicht was ihnen vorne über die Mainstream-Medien transportiert wird, sondern was wirklich im Hintergrund abspielt. Denn es ist doch zum Beispiel hochinteressant, dass die ganze Flüchtlingswelle scheinbar über Nacht wie auf Knopfdruck losging. Es ging ja nicht tröpfchenweise, sondern wie auf Knopfdruck kamen da plötzlich Hunderttausende von Menschen. Und da müsste man sich doch eigentlich mal die Frage stellen, wer hat da den Knopf gedrückt? Ja. Und diese und weitere Informationen, damit ein bewusster Mensch, das ist unsere feste Überzeugung, ist ein ganzheitlich denkender Mensch, der sich sowohl ansieht, was uns die Mainstream-Medien transportieren, richtig, der aber auch hinter die Kulissen schaut. Und dann kann er sich sein eigenes Bild bilden, was er denkt, wie die Realität aussieht. Und nur so kriegt man im Leben Sicherheit und Vertrauen. Ansonsten wird es immer unsicher sein, man wird immer in Ängste verfallen. Aber in dem Moment, wenn ich meinen Blick ausrichte, wenn ich ganzheitlich die Dinge sehe, wenn ich plötzlich verstehe, wie Leben funktioniert, wenn ich verstanden habe, dass Leben auf Gesundheit, auf Erfolg, auf Freude aufgebaut ist, dass dieses Leben uns im Grunde geschenkt worden ist, dass wir etwas daraus machen und dass wir in die Erfüllung kommen. Mhm. Ja? Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich keine Angst haben. Genau. Wenn ich weiß, wie es Leben spielt, dann hat jetzt der Alexandra gerade die Sprache verschlagen. Genau. Wenn ich weiß, wie es Leben funktioniert, dann habe ich auch im Leben keine großen Problematiken. Aber die große Frage ist ja, wer bringt uns bei, wie das Leben funktioniert? Weil die es uns bisher beigebracht haben, da konnten wir ja heute sagen, nee, die haben es nicht gewusst.
Weil schauen wir die Kirche an, wo sie hingeführt hat, schauen wir unser Schulsystem an, wo es hinführt, schauen wir unsere politische Landschaft an, wo es hinführt. Wir gehen ja von einem Konflikt in den anderen. Es gibt ja ein Theater nach dem anderen. Und du sagst es so schön, das Leben ist eigentlich Freude, Erfolg und Zufriedenheit. Und so ist es eigentlich auch programmiert. Und alles, was nicht so ist, sage ich, ist menschengemacht. Und überall steht die Liebe. Überall steht die Liebe dahinter. Alexandra, Triunity, wenn ich das zum ersten Mal höre, dann klingt es für mich wie drei Einheiten. Was ist dahinter gemeint? Was sind die drei Einheiten? Ja, Mensch, oh, mir fehlen die Worte. Dann übernehme ich das. Okay. Ja. Triunity ist die Trinität des Lebens gemeint. Es geht hier um das Zusammenspiel zwischen Mensch, Natur und Kosmos, zwischen Körper, Geist und Seele. Ja, die Trinität des Lebens ganz allgemein, was auch immer im Leben in die Ganzheitlichkeit führt, führt immer über die Trinität. Ja, auch eine Familie ist nur dann ganz, wenn Papa, Mama und Kind da ist. Erstand ist Familie, genau. So ist ja, oder Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ergibt die Zeit. Alles ist eine Frage der Trinität. Und diese drei Dinge, Verstand, Unterbewusstsein, Seele, ja, höheres Selbst beispielsweise zusammenzuführen, das alles verbirgt sich hinter dem Begriff der Trinität. Das ist das große Geheimnis im Leben, dass diese Trinität im Grunde die Ganzheitlichkeit beschreibt. Ja, liebe Zuschauer, was soll ich jetzt da dem noch hinzufügen? Der Dieter Weiner hat schon ein komplettes Schlusswort eigentlich zur Sendung gemacht. Und das war auch eines der wichtigsten Schlussworte. Kennen Sie diese drei Bausteine, die im Prinzip auch Ihr Leben mitbestimmen? Wahrscheinlich kennen Sie sie nicht. Vielleicht haben einige Zuschauer die heilige Dreifaltigkeit schon gehört. Dort begann die Sache irgendwann mal. Aber wir müssen uns aus alten Grenzen herausbewegen. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, das habe ich in meinem Leben auch gemacht, nutzen Sie diese Angebote an solchen Seminaren, weil das Geld ist ein Geld, was Sie in sich investieren, in Ihre eigene Zielsetzung, Ihre eigene Bildung und Ihre Zukunft. Und Sie können auswählen, ob das Leben in Freude und Gelassenheit mit Ihnen agieren soll oder ob Sie eher die Stressnummer wollen. Ich entscheide mich da lieber für die Freude und Gelassenheit und werde dieses Seminar besuchen am 12. und 13.02.2016 in Aarau. Zwar nicht das ganze Seminar, aber die dort sind, werden mich da sehen. Und dann werden wir berichten darüber, wie diese Veränderungen abgehen. Und die Leute kommen immer wieder und berichten mir danach, was sie in ihrem Leben alles bewegen konnten. Also sage ich den Menschen, angepackt, raus aus der Lethargie, hin und wieder etwas tun, aber tun Sie die Dinge für sich. In diesem Sinn, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.